Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 6, zweite Lesung, Gesetzentwurf Fraktion der AfD, Hessisches Gesetz zum Schutz vor gesundheitlichen Gefahren durch Kohlenstoffmonoxid in Shisha-Einrichtungen, Drucksache 20-5701 zu Drucksache 20-4001, gemeinsam mit dem Änderungsantrag Fraktion der AfD, Drucksache 20-5783. Die Berichterstattung für die Gesetzeslesung übernimmt der Kollege Robert Lambrou, AfD-Fraktion. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen! Der vorliegende Gesetzentwurf ist dem Sozial- und Integrationspolitischen Ausschuss in der 57. Plenarsitzung am 10. November 2021 nach der ersten Lesung zur Vorbereitung der zweiten Lesung überwiesen worden. Der Ausschuss hat eine schriftliche Anhörung durchgeführt und so dann in seiner 52. Sitzung am 6. Mai 2021 mehrheitlich beschlossen, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung abzulehnen. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrte Damen und Herren! Wir haben nach der ersten Lesung unseres Gesetzentwurfs im Hessischen Landtag mit dem Titel Hessisches Gesetz zum Schutz vor gesundheitlichen Gefahren durch Kohlenstoffmonoxid in Shisha-Einrichtungen im zuständigen Sozial- und Integrationspolitischen Ausschuss erfolgreich eine schriftliche Anhörung beantragt. Es ist jedoch sehr bedauerlich, dass gerade einmal 5 schriftliche Stellungnahmen zu dem Gesetzentwurf eingegangen sind, obwohl 24 Organisationen angefragt wurden. Das zeigt aus unserer Sicht auch die gesellschaftliche Tabuisierung des Themas von Gesundheitsgefahren in Shisha-Einrichtungen. Gerne hätten wir nach den eingegangenen 5 schriftlichen Stellungnahmen noch eine mündliche Anhörung durchgeführt. Dieses Vorhaben wurde jedoch in der letzten Sitzung des Sozial- und Integrationspolitischen Ausschusses von den anderen Fraktionen abgelehnt. Eine mündliche Anhörung wäre aus unserer Sicht deshalb wichtig gewesen, weil die schriftlichen Stellungnahmen zeigen, dass bei Lüftungsanlagen z. B. Uneinigkeit herrscht, ob diese nun in den Zuständigkeitsbereich der Gaststättenbehörden fallen oder aber die Emissionsschutzbehörden oder die Bauaufsicht zuständig sind. Außerdem wird die Verankerung im Nichtraucherschutzgesetz mehrfach als sinnvolle Lösung genannt. Doch auch hier herrscht Uneinigkeit, denn parallel werden auch arbeitsschutzrechtliche Bestimmungen, baurechtliche Bestimmungen oder sogar die Gefahrstoffverordnung als Lösung genannt. Allerdings herrscht in einem Punkt mehrheitlich Einigkeit. Es ist notwendig, endlich klare Regelungen in Bezug auf die Lüftungsanlagen und technische Einrichtungen in einer Shisha-Einrichtung zu schaffen. Und gerade deshalb wäre es durchaus geboten gewesen, eine mündliche Anhörung durchzuführen, um die vorliegenden Unstimmigkeiten zu klären. Ein paar der eingegangenen Vorschläge möchten wir jedoch nicht unberücksichtigt lassen, und wir haben deshalb einen Änderungsantrag zu unserem Gesetzentwurf gestellt. Zum einen betrifft es die Aufhebung der Ausnahmeregelung vom Einsatz einer raumlufttechnischen Anlage. Zum anderen soll ein höherer technischer Anspruch an die Warngeräte gestellt werden. Bei den Zuständigkeiten im § 13 unseres Gesetzentwurfs hieß es in einer Stellungnahme, konkret vom Hessischen Städtetag, dieser greife auf die Strukturen eines Stadtstaates zurück. Dem ist jedoch nicht so, da diese Passage unseres Gesetzentwurfs gar nicht aus Hamburg stammt. Ob nun aber die Zuständigkeit der Regierungspräsidien sinnvoller gewesen wäre oder aber die der Landkreise und kreisfreien Städte, hätte man ebenfalls hervorragend in einer mündlichen Anhörung gemeinsam erörtern können. Zudem handelt es sich bei der Causa Zuständigkeiten um ein streitbares Thema. Das zeigt sich alleine schon daran, dass der Hessische Städtetag sogar zur Klärung solcher Fragen, meine Damen und Herren, 3 hessische Ministerien eingeladen hatte. Ausweislich der Stellungnahme zu unserer schriftlichen Anhörung hat dieses Treffen jedoch niemals stattgefunden, meine Damen und Herren. Es hat schlichtweg nicht stattgefunden. Vielleicht wäre es am Ende der Debatte ja auch ein gemeinsamer Runderlass der zuständigen Ministerien geworden,
statt eines Gesetzes. Das haben wir als Alternative zu unserem Gesetzentwurf ja in unserem Gesetzentwurf auch selbst ausgeführt. Alles wäre besser, als den Status quo beizubehalten, der Menschenleben gefährdet, meine Damen und Herren. Wir können deshalb nur noch einmal an Sie appellieren, dieses Thema nicht dauerhaft zu ignorieren. Denn der nächste Vergiftungsvorfall in einer Shisha-Einrichtung kommt bestimmt. Und dann sollten Sie sich fragen, ob man diesen nicht mit der Zustimmung und Umsetzung des AfD-Gesetzentwurfs hätte verhindern können. Daher bitten wir um Ihre Zustimmung sowohl für unseren Änderungsantrag als auch für unseren Gesetzentwurf. Ich möchte im letzten Teil meiner Rede noch auf bestimmte Äußerungen von Kollegen anderer Fraktionen und der Landesregierung aus der ersten Lesung vor ein paar Monaten eingehen. Frau Sönmez von der Fraktion DIE LINKE fiel nichts Besseres ein, als zu behaupten, es gehe der AfD nicht um Gesundheitsschutz, sondern um Rassismus. Ihre Rede endete letztendlich mit einer Rüge durch den Vizepräsidenten Jörg-Uwe Hahn. Was bedenklich ist, dass sich offenbar eine derartige Cancel Culture durchgesetzt hat, dass sich offenbar niemand mehr berufen fühlt, sich kritisch zu solchen Themen zu äußern. Sobald Kritik an Shisha-Einrichtungen aufkommt, wird sogleich die Rassismuskeule geschwungen. Anscheinend das schärfste Schwert in den heutigen Debatten, wenn man keine Sachargumente vorbringen kann. Wollen wir so in Zukunft mit Problemen und drängenden Fragen umgehen? Und will man diese Probleme negieren, nur um nicht ein einziges Mal der AfD zustimmen zu müssen? Liebe Frau Sönmez, kurz vor Einbringung unseres Gesetzentwurfs wurden in Wiesbaden-Erbenheim bei 35 Besuchern einer Shisha-Einrichtung Anzeichen für eine Kohlenmonoxidvergiftung festgestellt. Ich werde Sie bei der nächsten Kohlenstoffmonoxidvergiftung in einer hessischen Shisha-Einrichtung an Ihre seltsame Sicht der Dinge erneut erinnern. Kommen wir nun zu den Ausführungen von Herrn Staatsminister Klose in der ersten Lesung des Gesetzentwurfs. Sie sagten schon zu Beginn, dass das Rauchen einer Wasserpfeife im Hinblick auf das aufgenommene Rauchvolumen dem Rauch von 100 Zigaretten gleichkäme. Wir müssen aufhören, Themen zu tabuisieren, weil sie politisch unbequem sind. Es geht hier um ein gesamtgesellschaftliches Anliegen. Und ich weiß, Herr Minister Klose, dass Sie die Punkte Prävention und Aufklärung in dieser Angelegenheit besonders wichtig finden, und das ist auch gut so. Aber, Herr Minister Klose, weshalb verwiesen Sie in dieser Debatte eigentlich auf den Elternratgeber der Hessischen Landesstelle für Suchtfragen und auf von Mai 2020, der sich mit dem riskanten Umgang von Kindern und Jugendlichen mit Substanzen und mit anderen Verhaltenssüchten auseinandersetzt? Diese Broschüre befasst sich mit dem riskanten Umgang mit Alkohol, Cannabis und Handys durch Kinder und Jugendliche. Auch auf Zigaretten, digitale Medien oder Glücksspiele kommt man in der Broschüre zu sprechen. Aber nach Gesundheitsgefahren durch Shishas sucht man hier vergeblich, anders als Sie in der ersten Lesung behauptet haben. Das Wort Shisha taucht in diesem Ratgeber nicht ein einziges Mal auf. Und auch auf Nachfrage bei der HLS teilte man uns mit, dass es zu dieser Thematik überhaupt keinen Ratgeber gäbe. Insofern war Ihr Selbstlob in der ersten Lesung unseres Gesetzentwurfs nichts weiter als eine Art von Taschenspielertrick. Die Hessische Landesregierung befindet sich im Gegensatz zu wenig anderen Landesregierungen, wie z.B. Hamburg oder NRW, die das Thema Kohlenstoffmonoxidvergiftungen in Shisha-Einrichtungen bereits kompetent und zuverlässig geregelt haben, im Tiefschlaf. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Lambrou. Das Wort hat der Abg. Max Schad, CDU-Fraktion. Ja, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Lambrou. Betrachtet man die generelle Haltung der AfD zum Thema Nichtraucherschutz und sieht dann die Initiative heute,
so ergibt sich für mich doch ein äußerst diffuses, ein widersprüchliches Bild. So lehnt die AfD z.B. in NRW den Schutz von Kindern und Schwangeren in Autos durch ein Rauchverbot ab. Die Partei tritt in mehreren Bundesländern für großzügige Lockerungen des Rauchverbots in der Gastronomie ein. In Brandenburg hat die AfD sogar eine Initiative für ein Rauchverbot an ÖPNV-Haltestellen als Regulierungswut und Gängelung der Bürger bezeichnet. Auffällig besorgt ist die AfD allerdings, wenn es um die Gesundheit der Menschen in Shishas geht, in Shisha-Bars geht. Während im Wahlprogramm das Wort Nichtraucherschutz nicht einmal vorkommt, ist die AfD bereits in zahlreichen Bundesländern mit dem Versuch angetreten, die Regelungen für Shisha-Bars drastisch zu verschärfen, und so jetzt auch in Hessen. Wie kommt eine Fraktion, die das Rauchen im Auto mit Kindern an Bord in Ordnung findet, auf eine solche Initiative? Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist doch offensichtlich, es geht der AfD mit ihrem Gesetzentwurf gar nicht um den Nichtraucherschutz. Ihnen geht es nicht um einen Beitrag zur Gesundheitsförderung. Es geht Ihnen doch um etwas ganz anderes, nämlich um die Gängelung von Betreibern und Besuchern von Shisha-Bars. Und warum? Weil Sie... Kollege Schatz gibt den Wunsch einer Zwischenfrage vom Kollegen Lambrou. Lassen Sie die zu? Nein. Nein. Auch gut. Und warum geht es darum? Weil Sie dort vor allen Dingen Menschen mit Migrationshintergrund vermuten. Der vorliegende Gesetzentwurf ist doch nichts anderes als eine weitere Spielart Ihrer Gesellschaftspolitik. Eine einfache Google-Recherche mit den Worten AfD und Shisha sagt schon alles. Bekannt ist das Zitat des AfD-Abgeordneten Rainer Rahn im Zusammenhang mit dem Anschlag in Hanau. Ich zitiere. Shisha-Bars sind Orte, die vielen missfallen, mir übrigens auch. Wenn jemand permanent von so einer Einrichtung gestört wird, könnte das irgendwie auch zu einer solchen Tat beitragen. Zitat Ende. Kommunikativ recht ähnlich unterwegs war Anfang letzten Jahres der Abgeordnete Dimitri Schulz. Nach einer mutlichen Vergewaltigung in Bayreuth postete er Gruppenvergewaltigung in Shisha-Bar. Zitat Ende. Dass sich die Tat nicht in der Bar selbst, sondern in der Wohnung darüber abspielte, an diesen Details wollte sich der Kollege offenbar gar nicht weiter aufhalten. Dies alles belegt in erster Linie doch eines. Ihnen geht es um Stigmatisierung und eben nicht um Gesundheitsschutz. Und der Verweis auf die Tatsache, dass der von Ihnen eingebrachte Gesetzentwurf aus Hamburg stammt, liefert Ihnen doch nur ein Feigenblatt, in dem Sie Ihre Absichten kleiden. In Mecklenburg-Vorpommern, wo rund ein Dutzend Shisha-Bars im ganzen Land existieren, klang die Begründung der AfD vor diesem Gesetzentwurf aus Hamburg noch ganz anders. Auch hier darf ich zitieren. Mit der kulturellen Erweiterung durch die ungeordnete Masseneinwanderung aus Nordafrika und dem Nahen Osten nimmt die Beliebtheit der Nachahmung orientalischer Lebensweise zu. Auch das Rauchen der Wasserpfeife, der sogenannten Shisha, wird populärer und zahlreiche spezialisierte Einrichtungen entstehen. Zitat Ende. Und ich denke, dies sagt alles über Ihre Motivation aus. Und vor diesem Hintergrund ist es auch kaum möglich, ernsthaft zu dem Thema zu diskutieren. Denn eines kann man nicht bestreiten. Das Rauchen von Wasserpfeifen ist nicht nur gesellig, es bringt vor allem Risiken für die Gesundheit mit sich. Und was die Gefährdung von Kohlenmonoxid in Shisha-Bars anbetrifft, so können Sie sich sicher sein, dass die Landesregierung das Thema auf dem Schirm hat. Schon seit einiger Zeit wird die Kohlenmonoxidbelastung in Shisha-Bars und das damit einhergehende akute Vergiftungsrisiko deshalb im hessischen Sozialministerium sowie in weiteren Ressorts auch bearbeitet. Und wir werden dabei auch ganz sicher auf die Erfahrungen aus anderen Bundesländern eingehen und dabei auch die Vollzugstauglichkeit nicht aus den Augen verlieren. Die Ergebnisse der schriftlichen Anhörung jedenfalls haben deutlich gemacht, dass die von der AfD vorgeschlagene Initiative, der Gesetzentwurf für Hessen, gar nicht zielführend ist und wir bessere Lösungen brauchen. Diese werden wir dann zu gegebener Zeit debattieren, und zwar in einer Sachdebatte, deren Motivation der Gesundheitsschutz ist und nicht irgendwelche fragwürdigen gesellschaftspolitischen Hintergedanken. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Max Schad. Das Wort hat der Abg. Jan-Guy Pürsün, FDP-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir halten das Anliegen, Gäste und auch das Personal von Shisha-Bars zu schützen, nach wie vor für sehr wichtig. Die AfD ist hier aber auf ein grünes Pferd gesprungen und glaubt damit, die Kollegen bloßzustellen, die jetzt einen quasi eigenen Gesetzentwurf ablehnen werden. Bestenfalls ist das das einzige Ziel der AfD mit diesem Aufschlag gewesen.
Das ist ziemlich wenig. Mehr hat die AfD nicht zu bieten. Es wurden keine Betreiber von Shisha-Bars angehört, sind das aber nicht die, die es betrifft, die Maßnahmen umsetzen sollen. Sie haben sich ja vorhin über die Anhörung geäußert. Wenn Sie da niemanden melden, dann kommen da halt auch nicht so viele. Wir jedenfalls haben den Anspruch, Politik für die Menschen und mit den Menschen zu machen. Ich finde es höchst bedauerlich, dass wir scheinbar die Einzigen waren, die ernsthaft Experten zur Anhörung benannt haben. Wir wollen wissen, was wir tun müssen, um die Bürger vor einer Kohlenmonoxidvergiftung zu schützen. Von den 5 Stellungnahmen waren sich alle einig. Es gibt Handlungsbedarf, aber nicht durch ein eigenes Gesetz. Wir haben darauf schon in der ersten Lesung hingewiesen. Es wurde ja aus der ersten Lesung zitiert, aber das inhaltlich Relevante nicht. In den Stellungnahmen wird bisweilen recht genau beschrieben, welche Novellierungen es bedürfte, um den Schutz vor Kohlenmonoxidvergiftung zu gewährleisten. Zum einen wird das Baurecht und zum anderen das Nichtraucherschutzgesetz genannt. Vor einer guten Woche flatterte ein Gesetzentwurf ein, zweites Gesetz zur Änderung des hessischen Nichtraucherschutzgesetzes. Darin werden jetzt, 2021, E-Zigaretten aufgegriffen. Der aufmerksame Leser fragt sich aber, warum wird hier nichts zu Kohlenmonoxid geregelt, nicht zu Shishas? Ich bleibe dabei, wir brauchen kein Gesetz, das die Betreiber erst einmal dazu zwingt, ihre Läden dicht zu machen. Bürger möchten Transparenz und Informationen, um Entscheidungen treffen zu können. Es stellt sich die Frage, wird über die Hintertür den Shisha-Bars pauschal der Kampf angesagt? Wir fordern eine Informationskampagne und gegebenenfalls eine entsprechende Gesetzesnovellierung. Und vor allem freuen wir uns über eine ernsthafte Anhörung, bei der die Meinung der Experten auch berücksichtigt wird. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Bösin. Das Wort hat der Abg. Markus Bocklet, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Herr Präsident, wir haben bereits am die Maske, genau. Schon so flex festgewachsen, dass man gar nicht mehr merkt, dass man sie auch hat. Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir haben am 10. November 2020 hier schon einmal darüber geredet. Ich möchte zitieren aus der Rede des Staatsministers Klose. Die Landesregierung prüft deshalb einen ganzheitlichen Ansatz mit Blick auf den Schutz der Gesundheit von Gästen und Angestellten in Shisha-Bars. Wir werden dabei auch die notwendige Präventionsarbeit und die Gesundheitsgefahren, die vom Shisha-Rauchen an sich ausgehen, berücksichtigen. Wir werden die Erfahrung anderer Länder mit entsprechenden Regelungen genau prüfen und in die hessischen Überlegungen einbeziehen. Und diese Position teilen wir vollumfänglich und vertrauen darauf, dass dieses Thema auf dem Schirm ist und weiter auf dem Schirm bleibt. Erstens. Zweitens, die Kolleginnen und Kollegen von der AfD, ich habe es Ihnen schon mal gesagt im Ausschuss, Sie haben es empört von sich gewandt. Ich frage mich eigentlich, das ist zum zweiten Mal die Debatte und zum zweiten Mal, vielleicht habe ich es überhört, diese Kollege Dr. Rahn heute schon wieder entschuldigt, aber bei der letzten Debatte auch schon nicht da. Vielleicht ist er ja aus gutem Grund nicht da, weil er diese Entgleisung hatte, mit diesem Verständnis dafür, dass er gesagt hat, naja, da kann man schon mal einen durchschießen, ne, wenn man da, es kommt halt mal vor, wenn man so eine Wut hat auf so eine Shisha-Bar. Sie haben gesagt, Sie hätten das in der Fraktion erklärt. Ich habe eine öffentliche Entschuldigung von Dr. Rahn vermisst und das, was Kollege Schad eben vorgetragen hat, dass es sozusagen dem Vorbeugung dienen soll, dass die kulturellen Lebensweisen des Orients hier nicht Einzug halten, ist doch genau Ihr Grundproblem. Man nimmt Ihnen nicht ab, dass Sie es in der Sache ernst meinen. Und deswegen sage ich Ihnen auch, wir stimmen gegen Ihren Gesetzesvorschlag, auch wenn wir dort Handlungsbedarf sehen. Ich finde, die AfD ist in diesem Zusammenhang für uns kein ernsthafter Ansprechpartner. Dankeschön. Vielen Dank, Kollege Bocklet. Jetzt hat das Wort die Frau Kollegin Dr. Daniela Sommer. Daniela, bitte. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, unbestritten, dass Shisha-Rauchen birgt eine Suchtgefahr. Infektion kann auch zu Kohlenmonoxidvergiftung kommen. Aber braucht es eben ein solches Gesetz? Die schriftliche Stellungnahme, die Stellungnahmen der Experten sagen eindeutig
Nein. Deswegen hat sich uns auch nicht erschlossen, eine mündliche Anhörung nachträglich, muss man ja sagen, anzuberaumen, zumal die AfD ja vorgeschlagen hatte, nur eine schriftliche zu machen. Das war, hatten wir alle gemeinsam so beschlossen. Deswegen verstehe ich auch Ihre Kritik jetzt an uns nicht, dass wir bei der mündlichen Anhörung nicht mitgegangen sind, zumal es keinen weiteren Erkenntnisgewinn geben würde, meine Damen und Herren. Und wenn man sich dann so im Land anschaut, dann kann man auch sehen, es gibt nur ein Land, das ein Gesetz entschlossen hat. Alle anderen machen es durch Erlasse, beispielsweise NRW. Dort gibt es einen Erlass, wo Warnschilder am Eingang aufgehängt werden müssen, Warngeräte vor Kohlenmonoxid in alle Räumlichkeiten angebracht werden müssen. Und deswegen wäre ein Erlass sicherlich ein sinnvoller Weg. Denn schon heute ist ja geregelt, dass wer eine Shisha-Bar betreibt, im Rahmen der geschäftlichen Tätigkeiten verschiedenen Verpflichtungen nachkommen muss, nämlich der Abgabenordnung, dem Tabaksteuergesetz und der Tabaksteuerverordnung. Und da sagen die schriftlichen Anhörungen, also geben uns auch noch einmal recht, dass das Gesetz nicht notwendig ist, sondern wenn, dann das durch einen entsprechenden Erlass schneller ergänzt und umgesetzt werden kann. Und man muss auch sagen, Sie konnten eben nicht ausräumen, dass es ein politischer Vorstoß Ihrerseits ist, weil die Shisha-Bars Ihnen ein Dorn im Auge sind. Ihr Gesetzesentwurf schiebt das wichtige Thema der Gesundheit vor. Das ist scheinheilig, wenn es vordergründig doch eigentlich darum geht, diese Treffpunkte der Vielfalt und Integration zu Symbolorten der Gesetzesverstöße zu stigmatisieren. Und Sie bekräftigen das gerade mit Ihrem Gelächter, meine Damen und Herren. Und wenn Sie schon so lachen, dann möchte ich noch etwas hinzufügen. Wer der AfD glaubt, es gehe um den Gesundheitsschutz, der glaubt auch, dass der Klimawandel eine Weltverschwörung ist, meine Damen und Herren. Wir können dem Gesetz nicht zustimmen und bevorzugen, wie schon gezeigt, einen Erlass. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Dr. Sommer. Das hat die Frau Kollegin Böhm, Fraktion DIE LINKE. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ja, Rauchen ist ungesund. Es ist krebserregend potenziell, und nach Einschätzung der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, sterben jährlich bis zu 8 Millionen Menschen an den Folgen des Rauchens. Da ist es bedenklich, dass immer noch von vielen Menschen Rauchen gern als Laster verniedlicht wird, statt die damit einhergehenden Sucht- und Gesundheitsgefahren klar zu benennen. Es gibt sogar Menschen, die schärfere Regeln gegen die Tabaklobby ablehnen, indem sie fordern, Rauchen bedeute für viele Menschen ein Stück Lebensqualität. Diese letzte Aussage ist ein Zitat, stammt von Wilhelm von Gottberg, Bundestagsabgeordneter der NoAfD, aus seiner Rede anlässlich der Verschärfung des Tabakwerbeverbots am 2. Juli 2020. Weiter erklärte dieser Herr, ein Werbeverbot diene der Stigmatisierung der Raucher, Werbeverbote schaffen keine Abhilfe, und erklärte am Ende, dass eine Verschärfung des Werbeverbots auf Tabakerzeugnisse abzulehnen sei. Diese Partei werde sich im Bundestag nur enthalten, damit ihr niemand vorwerfen könne, sie habe etwas gegen präventiven Jugendschutz. Also das Abstimmungsverhalten der Bundestagsfraktion war rein instrumentell, genauso wie ihr vorliegender Gesetzentwurf. Und ich habe schon gehört, die Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktionen haben dazu alles Notwendige gesagt. Also wenn Sie wirklich eine Debatte zum Nichtraucherschutz führen wollte, dem sei ein Blick in den 7. Alternativen Drogen- und Suchtbericht empfohlen. Professor Heino Stöver legt dort in seinem Aufsatz ausführlich dar, wie eine gelingende Tabakkontrollstrategie in Deutschland aussehen muss, von der wir noch weit entfernt sind. Vorbilder sind dafür Neuseeland und Kanada.
Und das ist nicht nur eine Aufgabe des Bundes, sondern auch die Aufgabenstellung des Landes Hessen. Herr Pürsün hat gesagt, er hätte schon einen Gesetzentwurf zum Hessischen Nichtrauchergesetz gesehen. Ich habe ihn noch nicht gesehen und auch nicht gefunden. Aber schön, dass er mir vorlegt, weil wir haben ja noch einige Gesetze in diesem Jahr zu beraten, auch alleine aus dem sozial- und gesundheitspolitischen Bereich. Und ich weiß schon gar nicht, wie man das in geordneten Bahnen und vernünftig mit der notwendigen Aufmerksamkeit machen kann, da Vorlagen von Seiten der Landesregierung oder auch von Schwarz-Grün ewig lange dauern. Und die Kommunen haben ja der Landesregierung deutlich ins Stammbuch geschrieben, dass es hier einen Handlungsbedarf gibt. Wenn alleine der Städtische Tag seit Januar 2019 darauf wartet, dass sein Gesprächsangebot seitens der Landesregierung erwidert wird, dann kann einem da nur Angst und Bange werden. Und man wird deutlich, dass es scheinbar nicht groß eine Priorität hat. Aber da geht es ja nicht nur um Shisha-Bars, sondern es geht um einen Nichtraucherschutz, um viel mehr Maßnahmen. Es geht um neuartige Produkte wie E-Zigaretten, Tabakerhitzer und alles Mögliche. Und ich denke, da geht es schon um einige wichtige Abwägungen zwischen Verboten und Beschränkungen und wie man tatsächlich Gesundheitsschutz dort entwickeln kann. Also das ist, denke ich, eine wichtige Aufgabe. Und das ist die Frage, ob das jetzt schnell auf den Weg gebracht wird. Natürlich werden wir diesen Gesetzentwurf ablehnen. Wir lassen den Gesundheitsschutz nicht zum Spielball ihrer Vorurteile machen. Und außerdem hat Ihnen meine Kollegin Sadet Sömnis in der ersten Lesung alles Notwendige und Richtige gesagt. Ich bedanke mich. Für die AfD-Fraktion hat sich noch einmal Herr Lambrou. 1:28 haben Sie sich zu Wort gemeldet. Haben Sie noch Redezeit? Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte noch einmal antworten auf ein paar Punkte der Vorredner, die mir aufgefallen sind. Zunächst in Richtung von Kollege Schardt, CDU. Sie haben thematisiert, dass unsere Positionen zum Nichtrauchen, Nichtraucherschutz kollidieren mit diesem Gesetzentwurf. Das sehe ich anders, denn hier geht es nicht um Nichtraucherschutz. Hier geht es um Kohlenstoffmonoxidvergiftung und wie die in Zukunft zu verhindern sind. Dann finde ich es auch interessant, dass Sie gesagt haben, die Hessische Landesregierung kümmert sich um dieses wichtige Thema. Wann denn? Ja, haben Sie selber gesagt, zu gegebener Zeit. Da warten wir jetzt schon drauf. Die sind im Tiefschlaf. Die trauen sich nicht an dieses Tabu ran. Dann zu Kollegen Pürsün. Er hat uns den Vorwurf gemacht, wieso habt ihr keine Shisha-Bar-Besitzer eingeladen zur schriftlichen Anhörung? Ja, das ist ein guter Gedanke. Haben wir nicht gemacht. Wir haben aber 18 der 24 eingeladen. Das heißt, die anderen Fraktionen haben sich nur rudimentär beteiligt, überhaupt Experten einzuladen. Und auch keine der anderen 5 Fraktionen hat irgendeinen Shisha-Bar-Betreiber eingeladen. Dann zu dem Vorwurf, wir hätten eine nachträgliche mündliche Anhörung gefordert. Ja, ich hatte damals gesagt, wir beantragen zunächst eine schriftliche Anhörung wegen der damals extremen Corona-Pandemie-Bedingungen. Die hat sich mittlerweile entspannt. Deswegen ist jetzt auch eine mündliche Anhörung möglich. Zum Schluss noch ein Wort. Ich betone doch immer wieder, und es steht im Gesetzentwurf, Erlass oder Gesetz ist uns egal. Hauptsache, die Landesregierung wacht mal auf und tut was bei dem Thema. Vielen Dank. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Staatsminister Klose das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich habe mich in der Sache ja bereits bei der ersten Lesung sehr ausführlich eingelassen und darauf hingewiesen, dass die Landesregierung die Gefahrensituationen, die von hohen Kohlenstoffmonoxidkonzentrationen in der Raumluft auch in Shisha-Bars ausgeht, sehr ernst nimmt. Es ist unsere Aufgabe, neben dem Aspekt der Prävention dann aber einen ganzheitlichen Gesundheitsschutz für alle Personen, die sich in Shisha-Bars aufhalten,
auch zu gewährleisten. Und genau da springt Ihr Gesetzentwurf zu kurz. Er ist nur bedingt wirksam, um alle Menschen in diesen Einrichtungen möglichst gut zu schützen, weil Kohlenmonoxidwarngeräte eben nur vor akut gefährlicher Belastung warnen und der Konsum von Shishas immer auch gesundheitsschädlich ist, so wie von allen Tabakprodukten im Übrigen. Deshalb wird der Gesetzentwurf der Aufgabenstellung nicht gerecht. Das wesentlich größere Problem, nämlich die langfristigen Folgen des passiven Wasserpfeifenrauchens, wird vollständig ausgeklammert. Und für uns ist deshalb der Präventionsaspekt auch in diesem Bereich ganz, ganz wesentlich. Angesichts der Beliebtheit von Shishas, gerade bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen, gilt es hier noch besser und umfassender über die gesundheitlichen Gefahren und die Risiken des Konsums von Wasserpfeifen aufzuklären, gerade im Bereich des Jugendschutzes. Von der ersten zur zweiten Lesung hat sich allerdings in der Grundbewertung dieses Gesetzentwurfs aus Sicht der Landesregierung nichts geändert. Ich habe da bereits erläutert, dass wir die Erfahrungen in Hamburg abwarten und diese dann in einen umfassenderen Gesetzentwurf einbeziehen wollen, um einen ganzheitlichen Schutz von Angestellten und Gästen zu erzielen. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, die Beschlussfassung über den Gesetzentwurf mit dem Änderungsantrag findet am Ende der Tagesordnung statt. Und jetzt findet eine zweistündige Mittagspause statt. Wir beginnen wieder mit unserer Fortsetzung der Sitzung um 15.15 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit.